Hallihallo, willkommen zur neuen Season bei K-Pog. Diesmal haben wir uns entschieden, auf Aberration zu bauen und erstmal eine kleine Hütte vorgefarmt. Immer dasselbe, ja. Ich muss jedes Mal, wenn Mod-Update kommt, muss sich das verfickte Game auf Fehler untersuchen, weil er es jedes Mal nicht richtig runterlädt. Ja, wir haben alle so unsere Probleme. Das lasse ich, glaube ich, schmeiß lieber den Mod runter. Vielleicht funktioniert das. Abonnierte Objekte. Joining Server. Nice. So, kannst du jetzt endlich losgehen? Ja, dann macht der Space. So, Crossbow habe ich, Ziplines habe ich. Was hast du alles dabei? 4 Shoots, 4 Bolas habe ich. Ich nehme noch Fleisch mit. Ich mach mal aus dem restlichen Metall und eine Pistole und ein paar Schuss. Ihr müsst wirklich aufpassen, ne? Wenn ihr einem Megalo begegnet und der ein von euch bleibt, seid ihr RIP. Also das darf euch nicht passieren da unten. Als würde uns sowas passieren. Und ihr braucht auf jeden Fall jeder einen Bulldog. Ja, den fangen wir auf dem Weg dann noch. Ja. Dann nehmt ihr am besten einen Vorsprung, wo ihr eine Zipline raufschickt, wo ihr ein bisschen Fortress hinbauen könnt und sowas, ne? Wo ihr vorcraften könnt. Nee, ich hätte es auf den, Ey, da steht ein Typ! Ja. Der war direkt vor unserer Base. Mach dir mal noch ein paar fancy dancy Sleeping Bags. Gute Idee. Gut, fehlt mir, ich kann einen craften. Hier ist noch eine Note. Ja, wo? Ach, da. Hol. Siehst du mich noch? Jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr. Jetzt sehe ich dich wieder. Alter, du musst doch dranbleiben. Na, du warst gerade hinterm Stein. Hätte ich nicht sehen. Ja, hätte ich jetzt auch behauptet. Oh Gott, pass auf, da vorne ist ein Rock Drake. Nee, nicht. Ey, da können wir nicht lang. Ja. Lass links rum. Richtung diesem. Dings, Stego. Muss ich immer, wenn ich das Licht anmache von meinem Leuchtevieh, das abwerfen, um das anzumachen? Du kannst auch so mit dem Pfeifrad, das du da. Genau, dann Emote und Licht. Ist jetzt auch an. Bist du hinter mir? Hey, nee, ich dachte, du wärst hinter mir. Ach, du bist da gar nicht hingelaufen. Bist du zum Rockshake hin? Boah, ich bin so links an dem vorbei. So. Hast du doch auch gesagt, dass wir links vorbei sollen? Ach so. Ich dachte links Richtung Stego. Na gut, ich komm Richtung Rockjack, alles gut. Schaffst du's? Kommst du auch vorbei? Ja, er hat mich auf Akku. Oh nee, dein Ernst? Mann, dann renn einfach weiter und versuch den irgendwie auf was anderes zu kiten. Ich kann halt nicht stehen bleiben wegen diesem blöden Skorpion hier. Ist er weg? Nee, er ist immer noch da. Ich kann dir da halt auch nicht helfen. Ich kann auch nicht gegen den kämpfen. Ich renne jetzt einfach nur weiter. Ja, auch weiter. Lauf einfach immer weiter. Was anderes mache ich auch nicht. Aber ich habe den Pilz immer noch auf Akku. Ey, du musst dem seine Akku auf irgendeinem Tier lenken. Ja. Unter irgendeinem Tier durch und dich dann verstecken oder so. Und unter dem Biblo durch. Ey, was ist mit ihm falsch? Ja, ach, das war dämlich. Ja, ich bin abmountet vom Raptor. Hä? Wie ist das jetzt passiert? Raptor bin ich entmountet. Ja, nee, ach, Junge. Ey, ich würde dir ja gerne irgendwie helfen, aber ich habe keinen Plan, was ich tun soll. Nee, ich laufe gerade zwischen den Steinen durch. Hast du schon einen Sleeper platziert? Noch nicht, ich bin noch nicht dazugekommen. Oh Mann, das ist das erste, was du machen musst. Du musst du unten auf die Schnellleiste legen, damit du den gleich platzieren musst. Wenn du jetzt stirbst, dann kannst du wieder nicht hier spawnen. Steht. Nein, ich habe den Not eingesammelt. Boah. Sleeping Bed steht. Ach, ey, dieser Hurendrück. Hallo, Olli. Ich hab dein Vieh auch verloren und versuch das jetzt irgendwie da rauszuziehen, aber ich hab keinen Plan, hier ist so viel PvE, ob ich das da rauskriege. Es könnte jetzt halt sein, dass es auch noch drauf geht. Oh,
Vielleicht ist es ein Leder, Mann. Ich hab's irgendwo verloren. Es muss irgendwo noch ein Stein hängen oder so. Ich muss ja warten, bis ich mein Zeug ankomme. Das kämpft gegen den Ravager. Ich glaube, das geht jetzt drauf. Ja, und so rein mit dem Pudding-Schaden. Mhm. Ja, er ist tot. Ja, ich seh's. Ey, der campt jetzt mein Zeug ab, der scheiß Trick. Ich baue dir mal ein Bett. Danke. Okay. Hä? Ist mein Sleeping Bag ist wieder da. Oh fuck, da schießt irgendeiner auf mich mit einer Pistole. Okay. Ich kann dir das Bett hier nicht hinstellen. Ich hau jetzt erstmal ab und ich weiß nicht, wie ich den fighten soll, weil ich den nicht mal sehe. Ja, dann hau ab. Ja. Wie oft willst du noch so sterben? Weißt du, wie dann am Ende unser Tri-Block aussieht wegen dir? Alles ist einfach nur rot. Ich kann hier einfach nur rennen. Ich habe so viel PvE hinter mir. Alter, was ist das? Ich habe hier ein Loch entdeckt. Hier geht ein Loch in die Wand rein. Oh nein, der ist wieder da. Und er kickt mich in die Wand rein. Alter, ich bin stuck. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich versuche den zu fighten, aber irgendwie, ich kann mich nicht bewegen. Ich probiere mal abzusteigen, aber... Ich kann auch nicht auf den schießen. Scheiße, jetzt geht der Ravager auch noch drauf. Mist, so ein Kack. Ja, jetzt ist er tot. Super. Vor allem ein Schuss hat das Vieh noch gebraucht. Ne? Ein Schuss, dann war es tot. Alter, das musste jetzt noch sein. Ich bin jetzt mal Fertilex spawned. Da schaue ich irgendwie hinlaufen kommen inzwischen. Ja, ich baue uns in den Felsen eine kleine Butze, also Baufundamente und Betten und Storageboxes und so, dass wir unser Zeug dann erstmal lagern können, weil hier glaube ich nicht, dass uns jemand so schnell findet. Ja, war keine Chance, ne, dass wir das beide geschafft hätten. Jetzt sind wir wieder kein Ravager mehr, jetzt können wir wieder von vorne anfangen sozusagen. Ja. Wir müssen nachher mal schauen, wie man die blauen Kristalle und dann zum Endenpaste drankommen für die Cliff. Na, die blauen Kristalle, die stehen hier direkt vor unserer Tür rum. Ah ja. Nice. Eine verbesserte Pistole. Ja, wir haben hier doch Ravager direkt vor unserer Base, dass die einfach direkt fangen. Egal welches Level die haben. Hab ihn gebolert. Und im Käfig. Das ist ewig. Ja. Oh, da ist ja noch einer. Und er hat ein viel besseres Level. Ihr lasst den ersten killen. Achso, naja. Und den zweiten stattdessen fangen. Ja, ich kill den 15 inzwischen. Ja, ich kill den erst mal mit, damit er tot ist, dass sie den Käfig wieder benutzen können. Ja. Keine Pfeile, so keine Narko. Die sind drin. Okay. Ich geh die mal schnell holen. Hm. Okay. Warte, bekommt man da. Hier bekommt man da rein. Ach, da? Nee. Als ob du den Eingang nicht findest. Bin ich nur vorher rausgelaufen. Da. Hello there! Alter, da ist ein Megalo! Ein Megalo ist hinter mir, ich versuche wegzukommen. Ich renn weg. Oh scheiße, nein. Fuck, ey, der hat mich gegessen. So ein Scheißdreck, ehrlich. Als ob der jetzt vor unserer Tür steht. Ob sich die Allstars von diesem erneuten Rückschlag erholen können und noch zu ihrem Baseboard kommen oder nicht, das erfahrt ihr alles im nächsten Video. Bis dahin alles Gute für euch.